Nigeria ist Weltmeister. Bei der BV Mini-WM 2010 für U13-Mannschaften aus ganz Bayern setzte sich der TSV Nördlingen als Vertreter von Nigeria gegen die starke Konkurrenz durch. 32 Mannschaften kämpften in den Trikots der Original-WM-Teilnehmer in Oberhaunstadt bei Ingolstadt um den Mini-WM-Titel. Das Turnier läuft hervorragend. Es sind 32 Mannschaften hier, 30 aus Bayern, 2 aus Österreich, also wunderbar. Es läuft, also die Stimmung ist ganz hervorragend, muss ich sagen. Das Wetter spielt Gott sei Dank noch mit. Ja. Die bayerischen Mannschaften haben sich qualifizieren müssen in Vorrundenturnieren am 1. Mai und haben da bereits jeweils immer ein Land vertreten, groß und ganzen mit dem gleichen Ablauf wie auch die Original-Weltmeisterschaft. Auf der Anlage des TSV Ober-Unterhaunstadt waren gleichzeitig 8 Mannschaften auf 4 Kleinfeldern aktiv. Gute Stimmung und Überraschungen waren garantiert und alle waren sie hinter diesem Pokal her. Die deutsche Mannschaft, vertreten vom SSV Kitzingen, kam allerdings nur dank der Schützenhilfe der Australier ins Achtelfinale. Im letzten Gruppenspiel besiegten die Socceroos Ghana und ebneten damit dem Team von Jogi Löw den Weg ins Achtelfinale hinter Gruppensieger Serbien. Dort kam es zum Klassiker gegen England. Das Mutterland des Fußballs ging mit dem schnellsten Tor des Turniers direkt vom Anstoß weg in Führung. Kurz darauf musste der verletzte Michael Ballack sogar noch das 2:0 für die Inselkicker tatenlos mit ansehen. Angepeitscht durch die besten Fans der Welt gab der dreimalige Weltmeister allerdings alles und kam zum Anschlusstreffer. Die Hoffnung loderte noch einmal kurz auf, doch die Engländer reagierten prompt darauf und schlugen zurück. Mit einem 3:1-Sieg stürmten die Engländer schließlich mit wehenden Fahnen ins Viertelfinale. Für das deutsche Team war die Mini-WM damit zu Ende. Ich bin zufrieden mit dem, was wir jetzt auch absolviert haben. War jetzt auch ein bisschen Pech gegen England. Das schnelle Tor natürlich und dann nach dem 2:1 waren wir ja dran, haben wir 2 riesen Chancen gehabt. War auch natürlich ein bisschen Pech, aber wie gesagt, wenn sich unser Regionalauswahlspieler da nicht verletzt hätte, also wäre mit Sicherheit mehr machbar gewesen. Aber ist also, wir sind zufrieden mit dem Achtelfinale. Neben Deutschland blieben auch alle anderen Favoriten und Insider-Geheimtipps auf der Strecke. Dank der großartigen Organisation hatten die ausgeschiedenen Mannschaften allerdings nicht allzu lange Trauer zu tragen, da abseits des Platzes jede Menge Abwechslung geboten war. Und wenn es schon nicht für den Mini-WM-Titel gereicht hat, so stellte Deutschland immerhin den schnellsten Dribbler des Turniers. Den schnellsten Schuss feuerte der Slowene Harry mit 128 km/h ab. Deutschland-Besieger England scheiterte im Viertelfinale an den bärenstarken Super Eagles aus Nigeria. Und das war eine der kleineren Sensationen dieser Mini-WM. Unaufhaltsam bahnten sich Fußballzwerge wie Nordkorea, Neuseeland oder Südafrika ihren Weg ins Halbfinale. Als Beweis dafür, wie ausgeglichen stark besetzt dieses Teilnehmerfeld der Mini-WM war, mussten beide Halbfinalpartien im 7-Meter-Schießen entschieden werden. Südafrika hatte in dieser Lotterie gegen Neuseeland weniger Glück. Die in Schwarz spielenden Kiwis zogen als erste Mannschaft ins Finale ein. Auch im zweiten Halbfinale zwischen Nordkorea und Nigeria musste das 7-Meter-Schießen entscheiden. Schließlich hatte Nigeria die Nase vorn. Im Spiel um den dritten Platz brannten Bafana Bafana, wie die südafrikanische Nationalmannschaft genannt wird, ein Torfeuerwerk ab. Gegen Nordkorea gewannen sie mit 5:0 und durften sich schließlich über die Bronzemedaille freuen. Anschließend war alles bereit für das Finale der BV Mini-WM 2010 zwischen Nigeria und Neuseeland. Nigeria legte los wie die Feuerwehr und schoss eine 3:0 Führung heraus. Neuseeland bewies beeindruckende Moral und kam durch 2 Tore nochmal zurück ins Spiel. Der Ausgleich lag in der Luft, doch der Pfosten verhinderte ihn und bescherte Nigeria den Mini-WM-Titel 2010. Ich bin natürlich total begeistert von meiner Mannschaft. Wir haben das erste Spiel verloren heute am Vormittag gegen Jan Regensburg. Da waren wir schon unter Druck, aber wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert und haben, denke ich, verdient das Ding gewonnen. Wir waren im Finale die bessere Mannschaft, aber Kompliment an die Weidner. Die sind eine sehr gute Truppe und die haben uns wirklich das nicht leicht gemacht. Aber ich bin natürlich froh, dass wir es entschieden haben. Und ich freue mich jetzt, die Jungs haben die Woche verdient, absolut. Eine Woche Italien. Es war ein tolles Turnier, gut organisiert vom Verein und ja, das kann man wiederholen. Die Neuseeländer von der Spielvereinigung Weiden mussten sich mit dem 2. Platz begnügen, konnten aber dennoch stolz auf sich sein. Richtig packendes Finale, leider hat der Gegner ein Tor mehr geschossen als wir. Aber wir sind mit unserem 2. Platz super zufrieden, haben nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Kompliment an die Mannschaft, super gespielt, tolle Leistung. Neben dem Mini-WM-Pokal freute sich die Siegermannschaft aus Nördlingen auch über einen Urlaub in Italien, gesponsert vom BV-Partner Emilia Romagna.